Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem, ja, kleinen Let's-Test-Video zu Toy Story 3. Ich bin hier auch schon mitten am Spielen, ich will hier nicht alles vom Anfang anzeigen. Man sieht mich jetzt hier in der, ja, ich will jetzt nicht sagen Overworld, doch, ich will es eigentlich sagen. Wir sind hier in der Overworld, bin hier auch gerade schon fleißig am machen, spiel das jetzt auch noch nicht so lang. Ja, was will ich euch eigentlich zeigen? Was kann ich euch eigentlich sagen zu Overworld? Die Overworld ist sowas wie ein, ja, wie eine eigene kleine Welt, die man sich aufbauen kann. Man sieht da oben 4005 Goldmünzen. Von den Goldmünzen kann ich mir Sachen kaufen, die muss ich aber freischalten. Da sieht man zum Beispiel so einen Teenie-Flitzer für 3000, bla bla bla. Also es gibt hier sehr viel zu kaufen, ja. Und was man halt auch machen kann, man kann die ganzen Gebäude, die man hier gebaut hat, auch verändern, also anpassen. Hier zum Beispiel, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal in Pink zum Beispiel. Die Verkleidung machen wir jetzt mal in Weiß, so ein Weiß, Weiß kann man nicht dazu sagen, normalen Ton. Auch schön ist, dass man hier in der Overworld, ich muss es einfach so betonen, es tut mir leid, in der Overworld auch so eine kleine Mission machen kann, und die haben wir uns ja jetzt hier gerade geholt. Und irgendwas soll ich mit dem machen. Ich glaube, ich soll den nach da drüben werfen. Okay, das ist cool. Die habe ich ja jetzt eben gekauft, ihr habt ja gesehen, wo sie angekommen sind. Ja, und jedenfalls, warte mal, was fallen? Ich könnte mich einfach fallen lassen. Will ich mich fallen lassen? Ich weiß es nicht. Ich hab's geschafft! 1 von 30, oh mein Gott. Komm, jetzt holen wir uns das da hinten. Hui. Yay. Was kann man noch so Schönes sagen zum Spiel? Es gibt hier auch nicht nur diese Overworld, in der man spielt, es gibt auch so eine kleine Mission. Davon habe ich jetzt gerade erstmal die Anfangsmission gemacht, also mehr habe ich noch nicht. Ich würde dann jetzt gleich die nächste Mission einfach mal zeigen, sobald es möglich ist. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um ehrlich zu sein gerade. Das ist das, was mir hier so ein bisschen fehlt. Ich kann natürlich, nee, nicht da, hier, genau. Schieße, was schließe 3 Piktomatik-Aufträge ab. Okay. Okay, und dann halt hilft Slinky. Ja. Moment. Warte mal, habe ich die jetzt noch? Ja, habe ich. Ich soll den Kaktus-Tor. Okay. Zwillinge, ungepflegte Dame, Wikingerhorde, Friseursalonquartett, Streichelzoo, Piratenschatz. Ja, das Kaktor-Tor-Dingen kriegt man doch bestimmt irgendwie hin. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Hier wäre zum Beispiel eine schöne Gelegenheit. Ich bräuchte nur mal so einen Bewohner. Hier, du da, du. Na. So. Nehmen wir dich einfach mal mit. Hui. Hui. Irgendwie muss ich den jetzt treten, aber ich kann gar nicht treten. Oder? Doch. Nein. Nein, nicht werfen. Scheiße. Bam. Nee, ich glaube, das wäre es auch gar nicht. Oh, Kumpel, fliegt da nicht so weit weg. Scheiße ist das. Ey, das ist kompliziert. Das perfekte Foto. Nein. Oh. Ach ja, und es gibt hier auch immer so eine Kleinigkeiten, die man einsammeln kann. Gibt es auch, soweit ich das gesehen habe, in den Level.
womit man sich halt wieder neue Sachen machen kann. Zum Beispiel findet Nemo Hut. Kann man sich ja denken. Das heißt, ich könnte jetzt den Bewohnern einen wunderschönen findet Nemo Hut geben. Ja, und eigentlich wollte ich da jetzt auch rüber. Und das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Da ist ja die Brücke. Danach machen wir mal wieder weiter mit Mission, damit wir hier endlich mal in der Welt kommen. Ich will gerne mal hier so ein richtig schönes Level machen. Kann ich die ganze Zeit hier Findet Nemo Outfit. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles vom Findet Nemo. Nee, geht nicht. Kaktus. Oh. Okay. Das Ding war böse zu mir. Ja, wie? Man kann sich eigentlich an sowas festhalten, ja. Ich kann euch das auch gerne mal demonstrieren, damit ihr mir das auch glaubt. Da, ihr habt's gesehen. Er hält sich gerne an Sachen fest. Und das wollte ich jetzt eigentlich da hinten machen. Ja, hier halt noch ein bisschen Geld. Ich brauche es eigentlich gar nicht gerade, um ehrlich zu sein. Ich mache jetzt einfach mal die Mission. Komm, wir folgen einfach mal dem Pfeil. Hui. Es ist ein sehr lustiges Spiel. Also für Leute, die ja, Toy Story mögen, für die ist das auf jeden Fall was. Man kann mit Bully übrigens nicht hier nur reiten, man kann auch so eine Rennen machen, die stellenweise echt nicht einfach sind. Hier, wenn ihr euch das jetzt hier mal anschaut, sieht jetzt erstmal einfach aus. Also ich hatte eben eins, das war nicht ganz so leicht. Was? Achso. Ich würde gerade sagen, was? Wo willst du hin mit mir? Alter, jetzt, komm schon. Ja, ist an sich eigentlich ein sehr chilliges Spiel. Habe ich mir irgendwann mal gekauft. Eigentlich hatte ich es mal vor zu Let's Playen, aber ich glaube, in nächster Zeit finde ich da nicht die Zeit dafür. Heißt, ich mache einfach mal so ein kleines Let's Test Video, damit ihr das auch mal seht. Und ja, das sollte doch, denke ich, aus. Reichen. Oh, verdammt. Zu hoch gesprungen. Ein bisschen abgekürzt, um die Zeit wieder rauszuholen. Ihr seht schon mit der Zeit, das wird langsam eng. Aber ich glaube, wir sollten hier gleich wieder rauskommen und dann haben wir es eigentlich schon so gut wie. So, jetzt kommen wir doch zum Endspurt. Zack. Und BAM! Und dadurch haben wir wieder Kohle bekommen. Seit ich das weiß, kriegen wir dadurch auch Geld. Manchmal sind Dinge groß und unheimlich. Und manchmal sind sie klein und unheimlich. Aber Schleimi hilft dir dabei, die Größe deiner Ängste zu ändern. Es ist schleimig, aber auch matschig. Okay, wir können also ein neues Gebäude kaufen. Was wir auch gleich mal machen. Jetzt steht Bulli zu nah. Schleim. 2500 grün für groß, rosa für klein. Kauf diesen Schleim und los geht's. Kaufen. Ich würde sagen, das können wir doch. Eigentlich, wir machen jetzt das Stinky, Slinky. Obwohl, ja, es ist ja hier vorne. Kann ich jetzt hier irgendwas damit? So, jetzt kann ich ihn ja gar nicht übersehen. Ich bring mal die Kühe in den Pferd. Die hauen so gerne ab und verirren sich dann. Ja, ich denke, es war klar, was ich jetzt machen muss.
Wir sollen die Kühe wieder reinbringen in den Streichelzoo. Die sind nicht gerade leicht. Zählt als drin, oder? Nee, zählt nicht als drin. Jetzt ist es drin. Du bist, was du drin hast. Oder, nein, Gefühle in dir. Nein, das war Bilder in dir. Oder sowas, ach egal. So, das war Nummer 2. Wo sind die anderen beiden? Kann ich eigentlich hier hochklopfen? Ja, geht, okay. Ich muss sagen, mir gefällt's, obwohl diese Overworld auf Dauer ganz schön auf den Sack geht, um ehrlich zu sein. Ich finde die Idee schlecht, um Gottes Willen, nein. Nur, oh, ein weißer Cowboy-Hut. Ja, das ist schon was. Howdy, Partner. Das wäre natürlich auch eine schöne Begrüßung gewesen. Scheiße. Hätte schön Howdy, Partners oder sowas sagen sollen. Scheiße. Falls jetzt jemand meine Idee hier abkupfern will mit einem Let's Test oder sowas, der kann das sagen. Oder wenn ich doch mal ein Let's Play dazu mache, dann kann ich das ja auch so raushauen. Liefere Kühe. Ja. Komm, wir machen einfach nochmal so ein Ding, weil es Spaß macht. Und man sieht so ein bisschen was von der Welt, um ehrlich zu sein. Finde ich das ganz cool. Oh, der grüne Schleim. Er ist schon wieder unterwegs. Hui. Aber das ist cool gemacht. Ist was Nettes für nebenbei. Aber wirklich 30 Stück, das ist nicht gerade wenig. Was? Ich glaube, ich sollte hier so ein Pikto-Bild machen. War das nicht so? Streichelzoo oder sowas? Weil wie soll das ganze Bild so nachstellen? Es ist ekelhaft. Nein, vergiss es. Machen wir nicht. Ist nicht. Oh, du bist ja immer noch riesig. Meine Kühe sind ein bisschen zerstreut. Wäre klasse, wenn du die Kuhglocken einsammeln könntest, die sie verloren haben. Alter, was? Da oben. Ich sammle aber nebenbei so ein bisschen. Kleiner Blumentopf. Yay. Ah, so kommt man hier hin. Sehr schön zu wissen. Und so. Ich habe noch nie so glückliches Spielzeug gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich mag Spielzeug. Ein Propellerhut, yay! Es gibt nichts Cooleres. Ich wollte sowas als Kind immer haben, habe aber nie sowas gefunden. Noch mehr Aufträge, ernsthaft? Ich krieg ja nicht mal einen hin. Komm. Ich krieg nicht mal einen hin und die geben mir noch mehr. Baby Dress. Ja, jetzt kommen. So, zack. Was ich schade finde, dass ich irgendwie nicht sein, seine Gleiter-Dinger aufmachen kann. Genau. Ihr wisst schon, diese Flügel. Genau, Flügel. Gleit-Dinger, Flügel, natürlich. Dass ich die halt nicht aufkriege. Ich habe gedacht, das ist ein Doppelsprung vielleicht, aber irgendwie, nö. Irgendwie doch nicht. Finde ich ein bisschen schade. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wenn man hier übrigens in diesen Spielkastenmodus geht, der sich übrigens, Woody's Roundhouse Gang nennt, kann man auswählen, wie man spielen will. Man kann halt mit Jesse, also der Cowboy Broad, spielen oder man spielt mit Woody selbst. Ja, das soll auch möglich sein. Okay, das ist cool, komm. Okay, das hat was. Hey, ja. Nein, das geht anders. Ich frage mich, wie lange der jetzt groß bleibt. Aber so groß gefällt mir das Ding irgendwie noch mehr. Wo sind denn die anderen Dinger? Die jetzt hier auch irgendwo?
Ich frage mich auch gerade, ob ich selbst groß werden kann. Und die Sprünge sind natürlich dann jetzt sehr einfach. Das sind gerade so Sprünge gewesen, wo ich eigentlich übelst die Probleme hatte. Aber jetzt, der kann ja da schon glatt rüber rennen über diese Schluchten. Okay, das ist echt zu einfach. So, ja, hier Dingensen und so, ne? Wir wollen Kuhglocken, aber wir finden keine. Was traurig ist. Das ist echt traurig. Oh ja. Sieht alles tipptopp aus. Mensch, jetzt gibt mir doch mal ein paar Kuhglocken. Was ist los mit euch? Kann doch nicht sein, dass es hier keine Kuhglocken gibt. Da ist nichts, da nix. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, Bulli. Hey, ja, nee, das war falsch. Meine Fresse, wo ist denn das? Hier oben vielleicht. Guck mal, ey, ich bin jetzt hier einfach hochgesprungen. Das habe ich vorher nicht geschafft mit dem Bulli. Alles cool bei dir? Nee, jetzt mal ernsthaft, wo sind denn die Dinger? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, Bulli. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, Bulli. Okay, hier haben wir schon mal eine. Nee, es war die letzte. Ach, hier hinten hatten die sich versteckt. Das ist ja herzallerliebst. Bunter Afrolock. Ja, und hier sind Zork-Kisten. Und ich glaube, die kriege ich nur auf, wenn ich auch den Imperator Zork spiele. Ich weiß es nicht, aber es wäre das einzig Logische, um ehrlich zu sein. Okay, komm, wir holen uns jetzt mal hier rosa Schleim. So, jetzt hier, werd mal bitte wieder klein. Du machst mir Angst, wenn du so groß bist. Du sollst klein werden. Wieso wirst du nicht klein? Bei meinem alten Pferch auf dem Mein. Felsen dort gibt's eine Menge. Nö, gibt's nicht. Du könntest sie nicht zufällig dorthin. Mm-mm. Hm? Bitte, was soll ich machen? Ich soll die. Boah. Der verlangt ja was. Kann ich trotzdem noch aufsatteln? Ja. Okay, das ist cool. Das ist echt. Alter, wie weit springt das Vieh? Vor allem, wie schnell das auf einmal geworden ist. Ist heilige. Okay, das ist macht einfach nur Spaß gerade. Mann, nicht da lang. Nö. Guck doch mal, wie das aussieht. Oh, scheiße, ist das cool. Mein Gott. Entschuldige, Sheriff. Kennst du den Unterschied zwischen dieser Stadt und einer Geisterstadt? Ich auch nicht. Wir brauchen ein paar Bewohner. Okay. Ja. Wow, es sind jetzt Pioniere. Ja, kann ich davon mehr kaufen? Nö. Hey, Scheune. Ja. Dahin. Haben wir eine große Auswahl gelassen. Ach, jetzt gibt's auch noch Klavier. Sitzhaus! Ja. Es gibt hier ein Labor für verrückte Experimente, ein Verlies und genug ekelige Bewohner, um dir für Jahre Albträume zu garantieren. Kaufst du es? Klar. Meine Damen und Herren, neue Farben, Klamotten und Tüte liegen hier überall herum. So. Brauchen wir mal den Klavierspieler. Achso, es ist jetzt noch ein Haus im Bau. Oder? Ne, ich brauche mehr Geld. Ich brauche Geld? Okay, das gab's schon lange nicht mehr. Dann holen wir mal Geld. Ah, wie ich jedes Mal noch auf die Schnauze krieg von den Ding, ja? Das ist irgendwie traurig. Ich spiele jetzt hier schon gut 50 Minuten an dem Spiel. Und ich hab's noch.
Ja, das weiß ich. Und ich habe es noch nicht mal geschafft, das erste Level zu spielen. Ich habe wirklich nur diese Einführungsmission gemacht. Also man kann hier echt so viel Zeit mit verbringen. Der wird eine neue Frisur, ja. Das ist auch cool. Man kann, zum Beispiel kann ich den jetzt hier reinwerfen und kann ihn einen neuen Hut auswählen lassen. Das finde ich cool. Hier, du kriegst so einen coolen Hut. Nee. Was? Oh, cool, die Scheune ist fertig. Yay. Yay, yay, yay. Wenn meine Haare noch länger werden, sehe ich halt aus wie ein Verbrecher und ich werde ins Gefängnis geworfen. Nee, wirst du nicht. Es gibt noch kein Gefängnis. War das der? Da ist Friseur. Das hier war Schneider. Schneiderlein. Allein, allein. Okay, das ist cool. Ja, nein, so sah vorher aus, glaube ich. Moment. Komm, das sieht gut aus. Erinnert mich sofort an die kleinen Supersträuche. Hieß der Film so? Ich weiß es gerade nicht. Es tut mir leid. Ach, das ist auch... Warum ist das auch Friseur? Ich habe ihn doch jetzt da rein... Ich verstehe es nicht. Verflixte Saguaros! Conroy steckt schon wieder im Brunnen fest. Sieh mal nach, ob du ihm helfen kannst. Jetzt kann ich euch gleich das nächste zeigen. Und zwar gibt es, wie ihr bestimmt schon mal gesehen habt, Brunnen. Diese Brunnen sind eigentlich recht praktisch. Gerade wenn man, denke ich mal, hier die ganzen anderen Bereiche freigeschaltet hat. Man sieht ja hier überall noch solche Gittertore. Ja. Was? Ich kann jetzt den Garten kaufen. Ich will den Garten nicht. Ich will das Spukhaus. Ja, das Spukhaus. Okay, dadurch habe ich anscheinend einen neuen Bereich freigeschaltet. Jetzt haben wir die Geisterstadt. Mir gefällt doch die Grafik irgendwie und... Alter, es ist dunkel. Komm mal kurz her. Wir brauchen ein Gefängnis, damit diese Banditenüberfälle endlich aufhören. Dann gib mir Geld. Kostet 1000, so viel habe ich nicht. Puh! Muss ich hier schnell an Geld kommen oder was? Na gut, ich muss ja eh noch in den Brunnen runter. Das ist ja auch eine aktuelle Mission. Vielleicht kriege ich dadurch dann wieder schönes Geld. Ja, da haben wir doch schon den Typen. Das ist der Conroy. Und hier seht ihr das. Man kann dann halt zu den ganzen einzelnen Bereichen, die man betreten hat, hingehen. Und hier passiert gerade irgendwas, glaube ich. Ah, das war's schon. Und es gab wieder ein bisschen Geld. Wissen Sie alle und wir kommen über. Ja, ach so, das ist die Mission, wo ich einfach mal alle haben muss. Ist ja nicht so, als wäre das teuer und zeitaufwendig. Auftragsliste, guckt euch das doch mal an. Bring die Kühe in höheres Gelände. Oh fuck. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt hier gerade machen kann und was auch Geld bringt. Mir kommt da gerade so eine Idee. Moment, das... Das scheint mir der perfekte Ort für Spielzeuge zu sein. Ja, ja. Gut möglich. Da kommt mir jetzt gerade so eine kleine Idee. Kann ich... Ist der jetzt größer geworden? Ja.
Er hat auf jeden Fall mehr Geld gebracht, glaube ich. Jetzt ist er auf jeden Fall größer. Ja. Kannst du bitte? Ja, jetzt mach das. Okay, das bringt deutlich mehr Geld dann. Na gut, verkleinern würde jetzt, denke ich, nicht so viel Sinn machen. Na, das ist ein bisschen doof. Man denkt immer, okay, er trifft, aber dann trifft er doch nicht. Ach so, wir haben schon genug Geld für das Gefängnis. Dann kaufen wir das. Und, what? Hier, nimmt mich mal mit. Danke. Oder auch nicht. Das meinen die bestimmt mit, du vermisst Spielzeug oder so. Zum Glück gibt es hier überall diese Dinger. Gefängnis. Ja. Wo wollen wir es denn platzieren? Da, da, da. Ich finde da. Mega Shopper. Ich glaube, ich weiß. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir hier zum nächsten Level kommen. Das Problem, hier fertig zu werden, ist eine ziemliche Herausforderung. Ah, da wird schon das Gefängnis gebaut. Under Construction. Nächste kann ich ja jetzt noch nicht bauen. Oh, Zeitung. Halte die Stadtbewohner auf dem Laufenden. Ich will ja gerne den Garten jetzt doch bauen. Oh, oh, oh. Dich behalten wir jetzt mal noch eine Weile hier. Kann ich dich auch umkleiden? Nein, kann ich nicht. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Bei dem will ich gerne ins Gefängnis bringen. Ich glaube, es ist fertig, ja. Alter, hör auf zu feiern. Der läuft weg. Mann, hör auf. Wo ist denn der jetzt da? Wer würde in einem dieser Babys nicht gut aussehen? Du kannst durch die Stadt fahren, tolle Sprünge auf der Stuntstrecke hinlegen und deine Tricks im Skatepark zeigen. Alle Spielzeuge werden dich beneiden. Das stimmt. Gefangen. Ich glaube, das Ding hatte 3000 oder so gekostet, der schöne Flitzer. Wo haben wir den jetzt? 3000, das schnellste Spielzeug bei Woody's Roundup. Und was ist mit dem hier? Der sieht einfach nur geiler aus, oder was? 3000. Okay, das will ich noch hinkriegen. Mensch, das macht süchtig, was ist los? Also ich denke, ihr seht es jetzt hier gerade selbst, es macht echt süchtig, das Zeug. Nee, den will ich nicht. Ich will den... Ich mach alles größer, Schleim, bitte. Weil da ist wieder ein schöner Goldklumpen. Und da ist wieder ein... böser Mensch. Komm mal mit, mein Kleiner. Bringt auch immer gutes Geld. Hui. Aber es geht ja eigentlich schnell, an Geld zu kommen, habt ihr ja gesehen. Beziehungsweise seht ihr jetzt gerade schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder bei so viel. Ich bin jetzt schon wieder bei 2000, also ich hab's ja gleich. Und was das da ist, weiß ich noch nicht. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Nein, nein! Ach, das wollte ich gar nicht. Puh! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ach, damit kann ich die
Helligkeit einstellen. Das ist auch eine nette Aktion, die man machen kann. Ach, Mann, ey. Haben wir hier nicht irgendwo noch mal kurz Gold und so? Sheriff, dein Bürgermeister braucht deine Hilfe. Nein, braucht er nicht. Jetzt aber bitte. Hallo, mach das Ding doch mal bitte groß. Ich hab dir eine Aufgabe gegeben. Danke. Und da links daneben ist schon das nächste dann. Mein Bürgermeister ist mir egal. Hui! Haben wir jetzt genug? Nein, noch nicht. Eins brauchen wir noch und das sehe ich schon. Also ich sehe schon, dass wir noch eins brauchen. So meinte ich das. Ich glaube, es hätte auch gereicht, wenn wir das jetzt als kleines benutzt hätten, aber ist ja egal. Aber bitte Vergrößerungsschleim, ich denke, das wäre sogar ein guter Tipp für Leute, die das gerne spielen wollen. Ja, dass ihr da diesen grünen Schleim dann drauf packt, damit ihr mehr Gold kriegt, ja. Ich wollte sagen, was? Eine Dekoration will mir einen Auftrag geben? Yay, wir haben den Sportwagen. Komm wieder für neue Aufträge. Wo haben wir jetzt meinen schönen Sportflitzer? Wo ist mein Flitzer? Ne, jetzt ernsthaft. Wo ist mein Flitzer? Leute? Leute, wo ist denn der Flitzer jetzt? Puh! Mann! Kann ich den jetzt irgendwie herbeirufen? Also Bulli zum Beispiel kann ich ja mal herbeirufen. Hier, Sportwagen, herbeirufen. Yeah! Es gibt auch direkt eine schöne Einleitung. Mit sehr lauter Musik, mal so nebenbei gesagt. Bam. Ah, das Ding hat sogar einen Rückwärtsgang. Okay, das ist einerseits extrem cool, andererseits extrem scheiße. Oder ich bin einfach nur zu blöd. Und wir fahren jetzt mal zu Sids Spukhaus. Was lädt? Achso, du lädst jetzt bestimmt den neuen Bereich. Piratenhut, Eigentlich müsste ich jetzt sofort umdrehen und allen meinen Bewohnern diesen schönen Piratenhut aufsetzen. Yay, Piraten sind cool. Mumienhut, das ist natürlich auch was Tolles. Da ist Rex. Ja, aber ihr seht schon direkt ein neues Territorium. Okay, ich steige hier mal aus und laufe so ein bisschen zu Fuß. Ein neues Pikto, was ich hier machen kann, anscheinend in diesem Bereich, denke ich mal, ist das. Mumien-Outfit. Werwolf-Outfit, okay. Hier sind also anscheinend die ganzen Oh, cool, verrückter Wissenschaftler. Die ganzen Sachen. Piratenfrisur, was gibt's Geileres? Zombie-Junge-Outfit und Hexenfrisur und. Zombie-Mädchen. Was haben wir hier noch? Vogelscheuchen Frisur. Und jetzt will ich es natürlich dunkel haben. Soll hier mal ein bisschen mehr in Düsterheit reinkommen, dieses Let's Play, beziehungsweise Let's Test. Ich werde mal ganz kurz in den Brunnen hüpfen. Dann haben wir das nämlich jetzt hier auch freigeschaltet. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Aber ansonsten ist dieser Bereich immer noch zu. So, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Wir sind hier immer noch im düsteren Bereich mit viel zu netter Musik. Dankeschön.
Kaum sage ich was wegen der Musik, da helfen meine Freunde mir schon, diese Musik ein bisschen gräuseliger zu machen. Yeah. Vampirfrisur, was? Yay! Er ist geflogen! Kürbislaterne. Nee, das war so nicht geplant. Ich will da irgendwie komplett hoch. Geht das irgendwie? Weil wenn ja, wäre das cool. Wenn nicht, dann... Ja, wäre es halt nicht cool, doch. Den Blitzableiter. Ach, das war der Auftrag von dem guten Herrn Rex, was? Irgendwas passiert da gerade. Und ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Ich habe nur gesehen, dass unter mir der Boden aufging. Und warum lädt er jetzt so lang? Nee, jetzt ernsthaft, warum lädt er so lang? Ich mag es nicht, wenn es lädt. Dann muss ich immer so lange warten. Ja, der lädt jetzt echt das Haus. Ich komme in das Haus rein. Das ist... Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich suche das Spukhaus nach Preiskapseln. Hätte ich nicht einfach nur die vorne... Okay. Was? Okay, das ist cool. Irgendwo ist hier noch ein Schlüssel. Also die Outfits sind cool. Oh, wow, wow, was? Verfluchter Hilfs-Sheriffshut, verfluchter Mann-Outfit. Also die haben sich hier echt nette Sachen einfallen lassen, muss ich mal echt so sagen. Sargtüren, verrückter Wissenschaftler, Frisur und das letzte Schloss. Heißt, jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo ich denke mal Gegner sind. Okay. Alter, was machen die mit mir? Die Musik ist ja geil. Ich bin mal kurz ruhig, damit ihr das jetzt hier hören könnt. Okay, also die Musik ist echt geil. Aber mir ist da jetzt gerade was Lustiges aufgefallen, wenn ihr mir jetzt nochmal bitte so einen Geist zeigt. Guckt mal, die sollen Ghostbusters darstellen. Viel zu gut. Wow. Ja, hab ich gern gemacht. Hallo. Geht doch. Amateurgeisterjäger. Oh, das Lied ist cool.
Ich stehe auf solche Musik. Also mit sowas kann man mich echt locken. Puppenteile. Ach, die Dinger da. Das ist einfach nur geil gerade. Also ich muss echt sagen, das Spiel gefällt mir. Also hatte ich dazu doch irgendwann mich mal entschließen, ein Let's Play zu machen, wäre es zwar langwierig, weil ich halt sehr viel rumlaufe, wie ihr seht, aber ey, das macht Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Dass es mir Spaß macht, klar, aber jetzt so viel, das ist echt cool. Aber guck mal, wir sind hier immer noch auf dieser Overworld. Und wir rennen hier einfach mal in irgendein, ja, Spukhaus rum und sammeln Sachen und töten Gegner und sowas. Das macht Spaß. Zeigt mir ein Spiel, wo man in der Overworld so viel machen kann. Ich meine, Rayman Origins zum Beispiel, da kann man ja auch beim Ladebildschirm laufen und so ein Kram, das ist auch cool. Das ist einfach nur geil. Guckt euch das mal an. Die Möbelstücke gefangen in Spinnenweben und deswegen kann man jetzt auf den Möbelstücken rumrennen. Das ist doch einfach nur cool. Ah, die jetzt einen Geist hätte ich von dem Besitz erlangen können. Schade. Na, oh, der verrückte Wissenschaftler, da ist er. Wir wollen mal gucken, hier haben wir noch was. Komme ich hier irgendwie hoch? Stimmt. Indem ich da auf das Ding schieße oder so, keine Ahnung. Egal, sprechen wir mit ihm. Für meine Schöpfung brauche ich einen Kopf. Dafür benötige ich deine Hilfe. Er braucht einen Kopf. Ah. Ist das Sid? Es soll Sid darstellen, oder? Falls ihr das nicht wisst, Sid ist, ja, in Toy Story 1 im Film gibt es ein böses Kind und das heißt Sid. Ja, gut erklärt, denke ich. Sagt alles. Okay. Verstehe ich jetzt nicht gerade. Ah. Jetzt habe ich es, glaube ich. Oder auch nicht. Ah, darauf läuft es hinaus, dass wir das Ding, glaube ich, überfluten sollen. Oh, scheiße. Oh nein. Das kann ich ja gar nicht leiden. Oh. Aber so, die Steuerung ist stellenweise ein bisschen schwammig, aber es geht. Es ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so machen. Also es ist eigentlich nett zu spielen. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch gerade gar nicht, um ehrlich zu sein, was ich euch erzähle. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich erzähle euch gerade irgendwie, wie ich das Spiel so empfinde. Aber ich denke, das ist in Ordnung beim Test. Das ist, glaube ich, sogar notwendig beim Let's Test, dass ich erzähle, wie ich das Spiel empfinde. Also ich empfinde das Spiel gerade als sehr spaßig. Also freut euch und habt mit mir zusammen Spaß. Yay! Kann ich hier runterrutschen? Das wäre cool. Moment, das will ich jetzt hier aber nochmal testen. Kann ich da runterrutschen oder sowas? Weil es bietet sich total an.
Jawoll. Autsch. Okay, das ist... Guckt euch das doch mal an. Das ist doch geil gemacht. Ich weiß, ich schwärme gerade total vom Spiel. Es hat das Schwärmen aber auch verdient. Gerade ich als Toy Story Fan, Zeit meiner Kindheit damals. Er baut sich einen Frankenstein. Oh nein. Los. Wir schaffen ein Monster. Ja. Weiter so. Moment, das klingt pervers. Huhu. Yay. Es lebt. Wie ist denn das jetzt? Ich habe es zwar eben gesehen, aber jetzt auf einmal sehe ich es nicht mehr. Ach, da ist es jetzt. Hier für dich, Arsch, auch noch. Man erschafft keine Monster. Man geht immer nach hinten los. Handaugapfel. Und endlich haben wir es aus dem Spukhaus geschafft. Kriege ich jetzt trotzdem noch das Geld? Hätte ich warten sollen? Erfülle alle Fallschirmspringeraufträge. Muss ich? Das sind so viele. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier irgendwie aus der Welt rauskomme. Wenn ich das richtig sehe, leckt das ein klein wenig bei euch? Kann das sein? Ach ja, und übrigens, das ist meine neue Quali, wo wir jetzt gerade schon vom Lecken sprechen. Also ich sehe jetzt gerade, dass ich hier mit 22 Frames pro Sekunde aufnehme. Also ich weiß nicht, ob es jetzt gerade leckt oder nicht. Eigentlich sollte es ein klein wenig lecken, aber es ist gerade der Ladebildschirm. Ich habe sonst nicht geguckt. Ich muss mal den Laptop-Bildschirm ein bisschen anders legen. Dann kann ich hier auch wenigstens nebenbei mal zuschauen und hoffen, dass die FPS-Zahl jetzt hochgeht. Ja, sie ist wieder normal. Was los, Rex? Jetzt sind die Dinger ja auch hier. Habe ich den Blitzableiter jetzt immer noch? Ja, cool. Seht ihr, Leute? Und dafür lohnt es sich. So ein Blitzableiter-Ding. Man sagt, du kannst die Stadt sogar noch unheimlicher machen, als sie es bereits ist. Wow, du musst wirklich Mumm haben. Danke. Oh nein, die Gargoyles verwandeln alle in Stein. Du musst sie aufhalten. Ist doch nicht schlimm. Was? Ich weiß jetzt nicht, was er gerade hat. Oh, bitte sag. Ich muss... Nein, schade. Das wäre jetzt lustig gewesen. Aber ich kann ja mal kurz gucken, was ich hier überhaupt für ein Picto machen soll. Erschaffe den Piratengeist. Das ist cool. So, habe ich hier nicht noch irgendwo mein... Ah. Jetzt will ich mal gucken, wie das hier... Okay. Okay. Kürbisschlacht. Es war nicht mal beabsichtigt, aber ja, cool. Da oben war noch mehr, glaube ich. Oh. Ja, danke. Dankeschön, Dankeschön. Okay, also das ist hier eine sichere Geldeinnahmequelle, wie wir jetzt sehen. Den kriege ich nicht. Schade eigentlich, aber ich habe da hinten einen Gargoyle gesehen. Jetzt ist das Ding daneben geflogen. Ich versuche mal ein bisschen näher an das Vieh ranzukommen. Okay, das klappt schon mal nicht. Aber von was soll ich denn sonst Besitzer lang? Verstehe ich nicht so ganz. Yay. Einen will ich noch, komm. So, eine runde Zahl. Ich weiß gar nicht, hast du das auch immer so? Wenn man irgendwo eine... Ach, die sind hier auch.
wenn irgendwo ihr da und so ungerade Zahl bla seht, kann ich gar nicht leiden. Ich muss mal kurz mit dir reden, Sheriff. Ich auch mit dir. Es ist cool. Hey, haben wir dich schon mal miteinander gesprochen? So, jetzt. Ah, das ist der Auftrag. Okay, das ist schnell gemacht. Glaube ich. Was ich euch schon die ganze Zeit sagen wollte, ist folgendes. Und zwar, ich glaube, ich weiß, wo der Ausgang ist. Wenn ich das richtig hier. Wollen wir mit der Geschichte? Ja, bitte. Speichern und beenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig war. Ich hoffe es einfach. Ich meine, hey, ich habe euch jetzt 50 Minuten lang gezeigt, wie ich hier auf dem Spielbrett rumrenne. Jetzt muss ich euch langsam mal die Mission zeigen. Ich glaube, ich packe am Anfang einfach mal so einen kleinen Klick-Button rein, wo man dann direkt zu der Mission springen kann. Ich hoffe, ich kann jetzt überhaupt schon eine Mission spielen. Kann ich? Also ich für meinen Teil bin bereit, um zur Geschichte zurückzukehren. Spielzeugschiene, Extras, Andys Haus. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wenn ich dem Ding folge, zu Andys Haus. Mit nur ein paar kleinen Veränderungen vergrößern wir die Reichweite dieser Kanone. Eintreten, ja. Komm, wir treten jetzt mal Andys Haus ein. Bescheuert. Ja, mir geht mein Energy aus. Scheiße. Markierungen zeigen spezielle Ziele für einen aktuellen Auftrag. Ich habe Rex in den Keller geschickt, um das schnurlose Telefon zu holen. Wir müssen also nur noch Andys Handy. Dann können wir es anrufen. Und Andy würde uns mit dem Telefon finden und ein letztes Mal mit uns spielen. Hört sich gut an, Cowboy. Yeeha! Legen wir los. So, da sind wir jetzt also in der Mission. nicht, dass ihr euch jetzt gerade wundert, ich mache mir hier gerade noch trinken fertig. Ein guter Mann muss auch nach 50 Minuten mal trinken. So. Und ein guter Mann muss nach 50 Minuten auch mal wieder einen rauchen. Da kann ich helfen. Ich habe es gerade nebenbei, wo ich mir meine Kippe angemacht habe, gelesen, drücke L1, um die Spielfigur zu wechseln. Ich mag ihn. Buzz Lightyear, Star Command. Hui. Oh komm, da muss ich mich doch irgendwie an den Dingern hier festhalten können, oder? Moment. Haha, es gibt hier so eine Sammelkarten. Ich weiß nur noch nicht, wofür sie gut sind. Jedenfalls wurde das noch nicht einmal gesagt. Oh, der Ball, den fand ich schon immer cool. Ja, das weiß ich schon. Aber danke fürs Erklären. Ah, wegen den Karton da. Okay, das wusste ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Aber das ist cool zu wissen. Weiß auch noch nicht, wofür mir das jetzt hilft. Boah. Kann ich diesen komischen... Oh, was? Nee, geht da nicht. Schade eigentlich. Ich kann mir... anzeigen lassen, was ich machen soll. Stimmt, warum
auch nicht. Jetzt lass mich das selbst machen. Zeig mir bitte, was ich machen soll. Nein, gib mir einen Tipp. Komm mal mit. Lass mich runter. Komm mal mit, Pippi. Hua! Lasst mich runter! Obwohl, ich kann mir das eigentlich auch ganz einfach machen. Und zwar, zack, zack. Wo warst du? Du warst hier, um sie da rüber zu werfen. Bitte. Es hat geklappt. Hallöchen, ja, hi. Oh, was soll die ganze Aufregung? Oh, hey, ich habe zwar ein Handy nicht gefunden, aber dafür einen neuen Geruch. Okay. Okay, das ist irgendwie cool. Was tust du? Das Handy. Super, wir haben das Handy. Jetzt müssen wir es nur noch von dem anderen Telefon aus anrufen. Rex wird immer noch vermisst. Und hat das schnurlose Telefon noch nicht hergebracht. Wir sollten nachsehen, was ihn so lange aufhält. Kommt. Hat schon fast was wie hier aus dem Film. Auch diese Zwischensequenzen sehen richtig gut aus, finde ich. Jaha, Jesse. Da ist das schnurlose Telefon. Aber wie bekommen wir es runter? Sir, ich glaube, wir... Ja! Die Plastiksoldaten. Aber momentan leider gefesselt. Wenn Sie sie befreien, bringen Sie das Telefon sicher runter. Danke. Ach komm, wir spielen jetzt mal ein bisschen mit Jesse. Hui! Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich mit ihr machen muss. Was mich jetzt gerade ein bisschen traurig macht, um ehrlich zu sein. Ich hätte mir jetzt auch den Tipp anzeigen lassen können, aber... Wer braucht schon Tipps? Wenn man... eh nur Scheiße baut gerade. Achso, alles klar, hab kapiert. Jupp. So, zack und zack. Per linken Stick zielst du, per R2 wirfst du dem Fallschirmspringer. Okay. Kannst du bitte und so? Ja! Oh, diesmal ist hier kein Ziel. Ach komm, runter mit dir. Touchdown! Touch is down. Da ist wieder irgendwas, was ich einsammeln kann. So ein Bild. Okay. Wir laufen einfach mal weiter mit Jesse. Da hat sich ein Fallschirmspringer verirrt. Oh nein. Okay, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Ich werf den mal so. Obwohl, ich glaube, das ist falsch. Ich hätte ihn da geradewegs durchwerfen sollen. Nee, es klappt doch so. Okay, cool. Oh, scheiße. Das war knapp, aber ich sehe schon den dritten. Das heißt, ich muss hier einfach nur den Weg weitergehen anscheinend. Hey, ich habe doch landen gedrückt. Verdammt. Och, nö. Nö. Das will ich nicht. Ach, Mann. Okay, komm. Noch einmal, weil es... eigentlich leicht ist. Zack, 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 zack. Aber mit Jesse macht es auch Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Aber es macht Spaß. Er ist trotzdem nicht gelandet, wie es wollte. Fand ich schade. Ich brauche Woody. Warum brauche ich Woody?
Aber Jesse kann das doch auch wunderbar. Umdrehen. Zack und... ich Idiot. Da darf ich doch nicht diese Taste drücken. Wuhu! Was? Warum? Fein, nein. Egal, hier. Den wollte ich eigentlich anders holen, aber okay. Ich glaube, das ist total falsch. Ja. Kommt auf die Beine und versucht es. Yep, yep, bin bereit. Ich werfe ihn jetzt einfach hier lang. Ich kleiner Cheater. Hui. Ich frage mich, wie groß der Radius so ist, um das zu schaffen. Ach, so, jetzt habe ich ja... Genau, hier, komm. Woody, zeig du mal, was du kannst. Hey, ich bin Woody. Howdy, Cowboy, ich bin Woody. Ich hab schon ein Sitzen. Scheiße. Ah, okay, alles klar. Ja, hab's kapiert. Alles klar, genau. Aber wir brauchen ja die gute Jessie nochmal, weil sie ja den Sprung verkackt hat. Beziehungsweise sie nicht festhalten wollte, warum auch immer. Komm, hopp. Yeeha. Der hat allgemein so ein bisschen Probleme mit dem Festhalten, ist mir mal aufgefallen. Was? Schon wieder? Warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas falsch mache. Und jetzt hält er sich an Sachen fest, wo er sich gar nicht festhalten soll. Ja, er sollte sich da gar nicht festhalten. Ich wollte nämlich runter... Fallen? Was? Ja, da geht's doch auch super mit dem Festhalten. Festhalten? Was? Warum habe ich gelispelt? Was ist mit mir los? Ja. Ja, komm, Sarge. Kann ich den da durchwerfen? Nein. Oh komm, das muss ich hinkriegen. Das wäre cool, wenn das klappt. Ja, das klappt sogar cool. Alle vier Sarge da. Zwischensequenz, bitte. Gute Arbeit. Bring das Telefon in Andys Zimmer. Wir suchen Rex und treffen dich dann dort. Jawohl, Sir. Ihr habt ihn gehört, Männer. Marsch, marsch, marsch! Rex ist wieder am Spielen. Rex, du wirst es sowieso nicht schaffen. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Du kriegst Zork nicht besiegt. Rex, du solltest doch das Telefon holen und sofort wiederkommen. Nein! Das Buzz Lightyear-Spiel! Das haben wir seit Jahren nicht mehr gespielt. Ja, ich hab's in den Gamma-Quadranten geschafft. Ich bin schon fast bei Zorks Festung. Kommt, Leute. Wir müssen zurück. Das wäre cool, wenn man das spielen könnte. Wir wissen, dass du ihn besiegen kannst. Aber mach schnell. Kann ich... Ja, cool. Ich hab mir gerade gewünscht, dass ich das spielen kann. Und jetzt darf ich das spielen. Ja. Cool, ich wollte schon immer mal so ein Spiel haben. Gibt es eigentlich ein Buzz Lightyear Star Command Spiel? Ich fand ja damals die Serie auch extrem cool, beziehungsweise war es eine Serie oder ein Film? Ich glaube, es gab beides. Fand ich eigentlich extrem cool, muss ich sagen. Habe ich als Kind gern geguckt. Ein zweiter Spieler kann teilnehmen. Oh, ich bin allein. Oh, wie geil das ist. Hui. So, das wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt darf ich's. Geil.
Au. Wurde nicht getroffen. Ich habe mich ganz kurz mal gekratzt. Beziehungsweise ich wollte mich mal kurz kratzen. Also an meiner Rüstung. Oh, wie geil das ist. Leute, holt euch das Spiel. Es macht Spaß. Ernsthaft. Es gibt von mir hier eine klare Kaufempfehlung. Und ich habe mir letztens noch GTA 4 gekauft, obwohl ich es schon habe. Einfach nur, weil ich jetzt Download-Content habe. Autsch. Du nimmst einen Schaden. Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Wollte ich nicht. Boah, was? Heilige. Oh, Leben. Dankeschön. Wenn ich hier gegen Sur kämpfen kann, wäre das auch noch geil. Ich bin gespannt, wie weit dieses Videospiel geht. Aber ganz ehrlich, wenn ich das hier so spielen kann, dann brauche ich auch nicht mehr das Spiel, nach dem ich suche, wenn es das Spiel überhaupt gibt. Das ist cool. Das macht Spaß und ich habe die Karte gekriegt, wollte gerade sagen. Weiß nicht, was haltet ihr bisher von dem Spiel? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also jetzt nicht viel von diesem Buzz Lightyear Star Command Spiel, was ich hier gerade mache? Spiele? Das Spiel machen tue ich ja nicht. Ich spiele es ja. Bloß. Autsch. Jetzt nehme ich ganz schön viel Schaden. Oh, scheiße! What? Wenn ich das so sehe, habe ich schon wieder voll Bock auf die Serie. Oder den Film. Ich weiß ja nicht mehr, was das war. Oh, wie cool. Endlich. Jetzt kann ich das, was ich machen wollte. Okay. Sind das Gegner oder was ist das? Ach nee, das sind einfach nur Dinge, die explodieren. Okay. Die geheime Basis muss hier unten sein. Okay, vielleicht auch nicht. Wir bewegen uns einfach mal ein bisschen schneller. Aber ich glaube, ich bin wirklich schneller, wenn ich das so mache. Das sieht zwar total bescheuert aus, aber hey, wir sind schneller unterwegs. Oh, was? Was? Hui! War das geplant? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, das sah cool aus, aber das war irgendwie so offensichtlich. Alles in Ordnung. Ich glaube, ich habe das Schlimmste hinter mir. Achtung, wir empfangen ein Signal. Das ist gar nicht gut. Oh, fuck. Wir empfangen ein Signal. Schwachsinn. Ich wollte nur mal ins Solarium. Das nennst du durchqueren? Ich habe den Asteroidenschauer durchquert. Ey, das hat sowas von Style. Die müssten echt ein Spiel rausbringen, was genau so aufgebaut ist. Uhuhu. Ich würde es mir kaufen. Ich würde es sofort let's playen. Was? Du willst mir irgendwas zeigen? Ich soll das kaputt machen. Ja, komm, dann lass mich doch bitte. Du brauchst mir das nicht dreimal zeigen oder zweimal, ich weiß es nicht. Extrablatt, Extrablatt. Uhu.
Und kaboom, Ente. Oh, die Kach-Bumm-Ente. Wo war die denn nochmal her? Oh ja, hier, da seht ihr. Zweite DLC von GTA 4 runtergeladen. Darauf hin, dass sich Zurks Festung auf diesem Planeten befindet. Aber bisher sind keine Spuren von intelligentem Leben zu entdecken. Ich habe mir nämlich GTA 4 im großen Bundle gekauft. Also wo halt hier alles gleich mit dabei ist. Und das Ganze nur für... ja. Für einen kleinen Preis von 7 Euro noch was habe ich GTA 4 und die ganzen DLCs dazu bekommen. Gib mir einen Tipp, bitte. Ach, ich kann es auch gedrückt halten. Ich habe gedacht, ich muss es immer einzeln drücken. Deswegen hat mich so gewundert, warum nichts passiert. Oh, das macht gerade so einen Spaß. Leute, ihr müsst euch das Spiel kaufen. Es ist einfach nur cool. Hier kann ich doch bestimmt da auch machen. Ich gehe mal ein bisschen zurück, aus Sicherheit. Und aus Respekt natürlich. Kann ich das jetzt hier noch weiter bearbeiten? Nein, geht leider nicht. Okay. Und kaboom. Oh, scheiße. Nein. Fies. Jetzt bleibe ich hier stehen. Das Spiel würde mir so einen Spaß machen. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss, aber ich mach's einfach. Damit muss ich bestimmt gleich arbeiten. Oder? Komme ich da echt so weit? Kein Stück. Also, was? Und so? Nein, nicht nochmal. Muss bestimmt das hier. Aha. Achievement unlocked. Ja, der Mitglied der Busenfreunde. Boom! Ich gehe mich mal hier auf die sichere Seite. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich die Dinger nicht. Komm. Scheiße. Achievement Geilheit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Ja, genau das wollte ich gerade sagen. So, ich muss sie erst aktivieren. Wo bleibt deine Aktivierungsfrage? Oh fuck. Oh fuck. Ich weiß nicht, wie ich das Ding kriegen soll. Fuck. Vielleicht durch das da. Wer weiß. Ich probiere es einfach mal. Das sieht mir nach einem Plan aus, der funktionieren kann. Ich hätte nur schneller sein sollen. Oder auch nicht? Doch, ich hätte schneller sein sollen. Kacke. Mann. Aber jetzt wisst ihr, wie ihr das kriegt. Ihr müsst halt das Ding dahin kaputt machen. Am besten, ihr steht dann auch auf dieser Plattform. Dann könnt ihr da rüber springen. Man könnte sogar abkürzen, wenn ich das richtig sehe. Dann könnt ihr nämlich von der Plattform, die hier gelandet ist, nämlich da rüberspringen.
Bam. Da kommen jetzt gleich wieder ein paar Gegner, wenn ich das richtig sehe. Ich mach aber, weil ich es... Kacke. Weil ich es kann, einfach mal die Dinger hier auch schon kaputt. Aber so, weil ich es kann. Yeah, hey. R2-D2? Nein. Glaubst du etwa, das kann mich aufhalten, Zone? Autsch! Wo sind denn die Viecher? Da ist doch noch irgendwo eins. Da. Ich hab's doch gerade ganz kurz gesehen. Da ist es. Autsch! Ich gehe hier einfach mal hoch, weil. Und so. Ho. Gib mir bitte einen Tipp. Hua! Das war sogar richtig. Verdammt, ich bin so ein Genie. Streich. Hui. Hi, Leute. Hi. Und er lebt noch. Ey, das macht gerade so einen Spaß. Verdammt. Eigentlich wollte ich hier nur eine kleine Testaufnahme machen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich vielleicht doch noch weiter spiele. Wir sind jetzt hier schon bei 1 Stunde 16, Leute. Und so. Kann ja jetzt hier kein 2-Stunden-Video machen, wo ich einfach mal hier ein bisschen Toy Story spiele. Das sieht gar nicht nett aus, aber es wird Spaß machen. Das wird sowas von Spaß machen. Auf jeden Fall gehe ich hier lang, weil da liegt Leben. Und das kann man in der heutigen Zeit ganz gut gebrauchen. Und da ist ein Puzzlebild hier. Hoppa! Ja, Star Command Karte. Yay! Cool und so. Mein Handy vibriert und ich weiß nicht mal warum. Oder weiß ich es vielleicht doch? Ah, WhatsApp meldet sich. Wusste ich in die Richtung? Ja, oder? Ja, ich bin bei WhatsApp. Ich sag euch aber nicht, wie ich heiße. Weil ich einfach viel zu cool bin, um Daten preiszugeben. Haha, kaputt ist es, ouch. Mann. Diesmal war ich cleverer als davor. Nein, doch nicht cleverer. Oh nein. Ist ja nicht so, als hätte einer schon gereicht. Au. Das Ding lebt ja immer. Lebt. Es lebt. Oh, wollte es hier voll cool machen. Ja, so wollte ich das machen. Zack. Ne, diesmal wird das nichts mit cool sein. Zack. Es sieht aber nicht schlecht aus. Okay, jetzt kommt das, was ich eigentlich schon beim letzten Mal erwartet hatte. Dass ich jetzt den schon vorhandenen Strom nutzen muss, um auf die anderen Plattformen zu kommen. Okay, das ist natürlich sehr praktisch. Sollte vielleicht ein bisschen weiter weggehen. Die Dinger können nämlich wehtun. Hier, dass ich jetzt so gesehen von hier aus da rüberfliege, was gerade ganz super geklappt hat. So klappt das aber. Sollte ich nicht blöd sein, sondern erstmal das hier runterhauen. Weil das scheint auf der gleichen Höhe zu bleiben. Und außerdem komme ich eh viel höher jetzt. Und krach, bumm, Ente. Mensch, wo kam denn die krach, bumm, Ente her? DuckTales. Scheiße, bin ich gut. DuckTales. Oh, die Krabbum-Ente, wie ist die nochmal entstanden? Das, die war eigentlich cool.
Haha, ouch. Okay, stärkere Gegner. Stärkere Gegner heißen mehr aufpassen. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Ich muss auf meine Fresse aufpassen, beziehungsweise auf Bass seine. Komm, noch mehr. Wer denn noch jemand aufs Maul? Ich denke mal, der fliegt jetzt da rüber in Eis? Wasser? Nähere mich dem Ziel. Gute Arbeit. Ich habe eine Art Alien-Schließmechanismus. Autsch! Du Arsch. Was leid ja Logbuch? Oh, habe Scheiße. Festung erreicht. Nicht heute, Sorg. Ach, das Level macht so Spaß. Das Level macht so Spaß. Und jetzt aber komm, mach das Licht an. Dein dieses Licht. Ja! Ja! Geil! Schnauze, ich freue mich. Ich sehe gerade, das leckte gerade. Was mir natürlich leid tut. Jetzt sollte es wieder richtig sein. Oder? Ja, es ist wieder richtig. Es war eine kleine Zeitverschiebung drin. Aber es laggt wenigstens nicht. Es tat mir natürlich jetzt leid, dass es geleckt hat. Oh, Scheiße. Alter, was? Das ist nicht dein Ernst. What? What? Wie? Das okay. Das hier. Auch okay. Aber dann. Komm ich da lang? Tut mir leid, aber gib mir einen Tipp. Es war doch das. So, und da sind wir wieder. Die Aufnahme ist mir gerade abgeschmiert. Jedenfalls ist er ausgegangen. Mein Laptop wurde, glaube ich, zu heiß. Ja, ich habe einen Laptop, ich Idiot. Aber jetzt sollte die Aufnahme gerade wieder laufen. Ihr habt nicht viel verpasst, glaube ich. Ich bin an ein Gitter reingegangen und habe einfach nur den Kristall kaputt gemacht, der da jetzt eben geschwoben ist, wo ich dann letztendlich lang bin. Ich hatte noch einen coolen Witz gerissen, aber den kann ich jetzt so in den Zusammenhang nicht mehr bringen. Was natürlich schade ist. Habe ich euch schon mal gesagt, dass mir das Spiel verdammt nochmal Spaß macht? Okay, das ist auch wieder eine coole Idee. Und da baue mit irgendwas. Moment, das kriege ich. Stadtbewohner Bass. Cool. Ich habe noch einen Stadtbewohner. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt ein bisschen doof. Hallo, jetzt. Ich habe keinen Bock, da nochmal so eine Rundfahrt zu machen. Okay, ja, das ist easy going. Hi, Easy. Scheiß Running Gag, ey. Den bestimmt viele meiner ganzen neuen Abonnenten gar nicht mehr kennen. Schade eigentlich. Ist aber nicht schlimm. Irgendwann trifft es jeden Mal. Ja.
Autsch. Und Kachbomente. Oh, fuck. Jawoll. So was wollte ich sehen. Ja, wie in Toy Story 2. Cool. Ja, genau die Dinger. Das war falsch. Okay. Diesmal. Fuck. Ich darf da nicht so lange draufstehen. Jetzt habe ich es aber. Geschafft. Oh, Scheiße. Scheiße. Zum Glück hat das Ding angehalten. Ich werde im Tode geweiht. Nein. Scheiße. Nein. Aber cool. Autsch. Aber das Level macht Spaß. Spaß. Krass. Krass. Mann, ich werde immer schlimmer als Vorbild-Funktion. Ich wollte eigentlich mein Image ein bisschen aufbessern. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das machen wollte, aber hey. Bestimmt nicht, indem ich sage, Gras. Und nicht mit der Betonung vor allem. Das erfordert präzises Timing. Ja, präzises Timing, ich hab's gesehen. War echt präzise von mir, oder? Irgendwie habe ich hier gerade ein ganz ungutes Gefühl, glaube ich. Wow! Ja, komm! Jawoll! Okay, das war gar nicht schwer. Warum liegt hier jetzt ihr Leben? Was soll ich jetzt hier machen? Nee, jetzt ernsthaft, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich meine, die Gegner, die kann ich auch von hier aus rollen. Das ist nicht das Thema. Falls es das Thema sein sollte. Wenn ja, dann tut's mir leid. Ich weiß noch nicht so ganz. Autsch. Okay, das ist. Jetzt hätte ich das Leben gebraucht. Seht ihr? Warum kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Bin ich blöd? Ah, verstehe. Alles klar. Einfach mal über die Dinger rüberspringen und schon weiß man, was Sache ist. Eigentlich traurig, aber irgendwie auch gut. Aber trotzdem will ich jetzt noch rüberkommen, weil Leben. Wie soll ich denn das hinkriegen? Kann ich die Dinger auch irgendwie? Ja, kann ich. Warum ich das nicht gleich gemacht habe, ich Idiot. Ich überlege gerade, mich nochmal kurz umbringen zu lassen, damit ich Dinger auseinandernehmen kann. So, und jetzt habe ich aller Zeit der Welt. Nein. Was schießt denn jetzt hier noch? Da ist es nicht. Da ist es. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich komme jetzt schon klar. Danke, Papa. Autsch. Nein, nicht. Nein. Warum bin ich überhaupt auf der rechten Seite lang gesprungen? Bin ich bescheuert? Ach, wenigstens darf ich gleich hier weitermachen. Das
finde ich nett. Ey, ich bin sogar auf der richtigen Seite, da wo ich hin wollte. Jetzt kann ich wieder hier lang springen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Selbst der Boden hier hat eine Z-Form. Eigentlich cool. Und ich glaube, ich soll jetzt hier runterspringen. Hey, das wollte ich auch gerade machen. Cool. Oh, scheiße. Kraftbummente! Ich und meine Kraftbummente. Was ist los? Ich glaube, ich muss DuckTales gucken. Ach, was? Ja, ach komm. Ja, ach komm, bitte. Was? Ganz ehrlich, gib mir einen Tipp. Nein, gib mir keinen. Ich hab's kapiert jetzt. Ja. Oh, oh, oh. Okay, das ist eklig. Das ist echt gerade ein bisschen eklig. Aber wie ich das dann machen soll, weiß ich nicht. Okay, gib mir einen Tipp, Chigo. Warum du mir jetzt gerade keinen geben willst, weiß ich zwar nicht, aber danke. What? Gibt's mir jetzt einen Tipp? Gib mir einen Tipp, Chigo. Grüße an Basti. Oh, scheiße. Hui. Guckt sich das überhaupt jemand bis hierhin an? Jetzt mal ernsthaft. Mann. Wenn ja, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das interessiert mich. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, Mann. Hätte ich einfach weiter geklettert, dann hätte es geklappt. Aber irgendwann wäre das Ende gekommen. Das war jetzt meine große Sorge. Nee, jetzt mal ernsthaft. Alle, die das bisher hingeguckt haben, schreibt es bitte. Bitte, egal ob ihr schreibfaul seid oder nicht. Scheiße, das hätte jetzt eh nicht geklappt. Das interessiert mich jetzt gerade einfach mal. Ich mache ja selten so lange Videos. Ich will gerne mal wissen, ob sich das dann überhaupt noch jemand anschaut. Also die Leute, die jetzt von Anfang bis hingeguckt haben oder allgemein hier gucken, schreibt es einfach. Aber schreibt bitte hin, ob ihr von Anfang an geguckt habt. Oh, der. Scheiße. Warum mache ich immer wieder einen Fehler und vergesse dann nach rechts zu klettern? Voll blöd eigentlich. Ja, ob ihr jetzt von Anfang an geguckt habt. Bis hierhin oder was ich wohl eher denke, dass ihr auf diesen ich klicke mal rüber zu den Level Button, die von da angeguckt habt. Also schalt einfach hin, Button Skip oder von Anfang. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Wie knapp das ist. Ey, das ist aber echt knapp. Kann ich bei den Set auch durch smashen? Nein, kann ich nicht. Boah, ich denke die ganze Zeit immer, was ist los? Ja. Aua, jetzt hör mal. Halt da, jetzt. Jetzt ist aber genug. Was? Bevor ich durchs smashe mit der Kraft. Nicht schon wieder. Oh, das war dumm. Das war echt dumm. Also schön, das heißt, es wird jetzt ein bisschen fordernd. Ich stehe auf dominante Spiele. Ich stehe auf Domina-Spiele. Scheiße, was ist? Oh, Kacke. Oh, jetzt kommt doch wieder dieses ich springe über ein Feld. Star Command, nähere mich dem Ziel. Gute Arbeit. Oh fuck. Ich glaube, es war noch nicht mal so falsch.
What? Okay, ich hätte auf den blauen springen sollen. Alles klar, also so funktioniert das. Ich habe gesagt, ich soll auf den blauen springen. Warum mache ich es dann nicht? Hä? Was mache ich denn da jetzt für eine Scheiße? Och, er ist ernsthaft so eine... Nee, das will ich nicht. Das ist dumm. Ich will keine Hilfe. Ich krieg das auch ohne diese Hilfsbretter hin, weil ich jetzt wieder weiß, wie ich es eigentlich machen wollte. Kacke. Ah, das geht so, das geht so. Seht ihr, ich krieg das auch ohne diese blöden Hilfsbretter hin. Kann jetzt bitte der Endkampf kommen? Fuck! Fuck! Wo sind denn diese... Erstmal diese Dinger. Weil die sind echt nervig. Weil diese unvorbereitet kommen. Über mir ist noch eine. Jetzt hör doch mal bitte auf mich zu schießen, danke. Leben. Ganz schnell. Sicherheitssystem überwunden und gehe weiter in Richtung seines Kontrollraums. Scheiße, wie lange geht denn dieses Testvideo? Das sieht jetzt aber gerade nach Endkampf aus. Oh, wie ewig habe ich den nicht mehr gesehen. So sieht man sich also wieder, was leid hier. Aber das... Wo ich jetzt den gerade wieder sehe, erinnert mich das sofort wieder an Toy Story 2, also das Videospiel. Das war cool. Ah, okay, ich hab kapiert. Haha. Ich wollte sagen, jetzt kommt er bestimmt wieder seine scheiß Schergen. Warte mal, was? Schergen und Zug? Jetzt wird's fies. Also ein bisschen. Aber klar, dass er nicht fair spielt. Komm schon, Leben! Uah! Es ist egal, wie viele ich von den Viechern töte, sie kommen einfach wieder. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich. Autsch. Geschafft. Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Die Musik war auf einmal zu laut. Aber ich finde es cool, dass er nach oben fliegt und sich wegteleportiert. Ah, ich glaube, wir haben das Level geschafft. Wenn der Schienenrutsch springe oder ducke dich, um Hindernissen auszuweichen. Besiege so. Wir haben alles versucht, damit Andy mit uns spielt, aber es hat einfach nicht funktioniert.
bestimmt, weil der Plan nicht mit mir abgesprochen war. Wir hatten nur die Wahl zwischen dem Dachboden und dem Müll. Wir entschlossen uns, in den Sunnyside Kindergarten zu ziehen, wo wir jede Menge neues Spielzeug trafen. Darunter auch einen Kuschelbären namens Lotso. Er duftete nach Erdbeeren. Ja, Lotso, okay. Sollte reichen. Es wären jetzt nur noch 1, 2, 3. 3 Level, aber. Kommt, Leute, es muss reichen. Wir können ja mal kurz noch gucken, was es hier so an Extras gibt. Codes eingeben. Es gibt Cheatcodes. Hey, ich hätte vielleicht die Lautstärke ein bisschen runterstellen sollen. Flugsteuerung hoch runter, okay. Ich frage mich, was als nächstes mit mir passiert. Ah, hier sieht man die ganzen Videos. Das ist cool. Weil die Videos waren, diese Videosequenzen, waren ja noch nicht mal so schlecht eigentlich. Aber okay. Nach einer Stunde 40 oder so. Bitte sei ruhig. Kann ich auf die Start drücken? Ja. Okay, nach einer Stunde noch was sollte es dann doch so langsam reichen. Als kleines Testvideo. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vom Spiel vermitteln. Also von mir kriegt das Spiel auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Man muss vielleicht ein Fan vom Spiel, vom Film sein. Aber wenn man es mag, dann mag man es. Und ich denke, mit diesen Worten kann ich das Ganze hier auch beenden. Okay, Leute, mein Name ist ZDP. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis denne. Tschüss.